Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Escapist 2. Heute mal auf einer Bohrinsel. Und ja, dann sehen wir uns auch gleich, wenn wir oben beim Appell sind. Und zwar dann kommen nach dem Gefängnis noch drei Gefängnisse, dann kommt ein neues tolles Projekt. Und ihr könnt euch darauf schon freuen, es hat wieder ein ähnliches Genre. Also ich tue immer noch Leute einbuchten im Gefängnis, womit man alle Polizeigenres spielen müsste mit mal durch. War eigentlich jetzt nicht so der große Plan von mir, aber ja. Und jetzt gucken wir direkt mal, wie wir hier ausbrechen können. Und dafür tun wir mal hier ein bisschen trainieren, dass wir leichter in Uniform kommen. Warum nicht? So. Ist mir jetzt zu nervig hier, das zu trainieren. So. Okay, das geht eigentlich schon. So. Dann Frühstückszeit war hier oben. Und dieses Gefängnis hat sehr viele Stockwerke. Und wir gucken uns dann mal einfach ein bisschen hier um. Was haben wir hier? Hier war es Arbeitsamt, Krankenstation. Hier oben sieht es interessant aus. Naja, können wir alles noch nicht mitnehmen nach unten. Haben wir hier oben was? Nein. Nichts. Großartiges. Was für ein Krankenhaus mit Tür. Arbeitszeit perfekt. Dann wieder nach hier unten. Dann haben wir hier noch ein unteres Stockwerk. Ja. So, gucken wir weiter. Jetzt noch weiter nach unten. Hier sind dann die Einzelhaftzellen. So, können wir noch weiter nach unten? Ja, hier. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Okay, hier können wir zum Generator abschalten. Interessant. Was haben wir hier unten? Eine rote Tür. Ich glaube, die wird noch wichtig. Also erstmal Polizisten platt machen. So.
Oh nein. Oh, was hat? Ja, das war jetzt nicht so gut. So. So, vorgehalten geht's weiter. Gucken wir uns hier hinten um. Das muss doch irgendwie klappen. Hier brauche ich auch einen Schlüssel. Ich glaube, hier wird wirklich der rote Schlüssel sehr wichtig werden. Schlüssel noch hin. Hier oben könnten wir mal hin. Okay. Interessant. Bisschen Schlauch und so. Trotz allem brauchen wir Schlüssel und dafür müssen wir unsere Intelligenz erhöhen, um die herzustellen. Also sehen wir uns, nachdem ich Intelligenz so auf 70 habe. So, herzlich willkommen nach der kurzen Cut. Ich habe jetzt soweit alles ein bisschen was hochtrainiert und Stats gepusht. Und deshalb ist es auch so spät geworden. So, schnell nach oben rennen. Ich kann es euch gleich zeigen, was ich genau trainiert habe. Oder gepusht habe von Stats. So, kurz in die Zelle. Und an Stats habe ich einmal Fitness, Verstand und Stärke so ein bisschen fast auf 60 hochgestellt. Einmal nach oben. So. Dann wollten wir jetzt hier mal eine Wache ausborgen. So. Mann, fast. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr Stärke, dann klappt das auch. Sagst du 60 Stärke? Ja, das soll eigentlich passen. So, noch ein bisschen voll heilen. Dann auch gehen wir schnell zum Frühstück hin und dann versuchen wir wirklich den roten Schlüssel uns zu besorgen. Oder beziehungsweise eher eine Wache zu finden, die den hat. So. Jetzt sagen wir schnell hoch. Dann wollen wir mal gucken. Oh nein, oh nein. Das war ein Fehler. Das war jetzt nicht so, wie ich es gedacht habe. Ich wollte eigentlich nur, dass mich der eine verfolgt. So. Und schon sind wir verschwunden. Nein, jetzt war der Scharfschütze, das ist gemein. Jetzt dauert es eine halbe Ewigkeit.
So, jetzt sind wir wieder hier, denn es hat wieder gefühlt 2 Minuten gedauert, bis der Medic mich hier hingetragen hat. Also ich bin mal ein bisschen im Schnellstlauf durchgelaufen, denn ich will euch nicht langweilen, einfach wie ich 50 Minuten immer hin und her renne. Das wäre für euch nicht interessant. Und somit hat eigentlich jeder was davon. Ich muss weniger hochladen. Ja, das Spannende zu sehen. Eigentlich ein perfekter Deal. Jetzt brauche ich nur einmal eine Wache, die irgendwo allein an irgendeinem Eck steht. Dann wäre alles perfekt. Am besten hier hinten. Ja. Ja, einmal gerne mitkommen. Ja. Sieht schon mal sehr gut aus. Dass es die Wachen roten Schlüssel hat. Und die Wertuniform will ich auch gerne hier verstecken. Die ich gerne gleich mir den Kamm holen. Kamm. Nächste Wache. Wissen wir den gelben Schlüssel, welche Wache die hat. Hier kam perfekt. So, dann können wir einmal uns Kunststoff herstellen. Was brauchen wir von dem am wenigsten? Das hier. Und wir Knete brauchen wir nochmal Zahnpasta. Klebstoff. So, schnell Zahnpasta holen. Wo haben wir es? Oh, ein bisschen lasse ich natürlich drin, weil sonst wäre es doch noch zu kurz, die Parts. Warum bin ich jetzt keine Zahnpasta. Dann sag ich mal, sehen wir uns so. Ich habe dann auch hier direkt die Zahnpasta gefunden. Kann ich die Knetmasse herstellen. Und dann hätte ich gerne die Wache mit dem roten Schlüssel. Die ist hier ganz hinten. Kommt von dann hin. Sportzeit. Dann gehen wir einfach mal kurz vorbei. Hallo. Und dann tun wir ein paar mehr Wachen. Um spionieren. Ne, jetzt muss man. Nein. Hier oben. Nein, die Wache brauche ich nicht. So, gucken wir uns von hinten um. Ich hoffe, wir haben Glück und können uns dann direkt so einen Schlüssel fertigen. Ja, das ist hier das Problem, dass hier so viel ist. So. Nein, hier ist Glück, somit kommen wir hier nicht. Nein, er hat aber einen lila lang. So, kurz mal Energy getrunken.
kann hier schnell vorbeigucken, bevor hier 20 Wachen stehen. Ja, nein, böse. Wohl. Bin vielleicht nicht so böse. Und ich hatte keine Energie mehr. Schade. Kurz wieder voll heilen und sich voll tanken mit Energie. Und dann sehen wir uns, wenn ich den Schlüsselabdruck habe oder beziehungsweise den ganzen Schlüssel habe. Also dann bis dann. So Leute, ich habe jetzt den roten Schlüssel gefertigt, in meinem Pult liegen. Jetzt können wir uns unten umsehen. So, es reicht eigentlich. Muss ich hin? Freizeit, perfekt. Ich liebe meinen Job. Okay. Dann herzlichen Glückwunsch. So, dann gehen wir einmal nach hier unten. Gucken rum. Wir nehmen 1, 2. Oh, Stufe 2. Und jetzt gucken wir uns unten um. Und zwar gehen wir hier mal nach unten. Und wir können jetzt hier einmal rein. 10%, okay. Noch weiter müssen wir, glaube ich, nach unten. Ah, hier ist noch eine rote Tür. Gerne. Die ich gerne einmal mich vielleicht erst hier oben umschauen. Im vierten Stock, wo geht's denn da hin? Achso, einfach noch drüben. Also wohl schmerzlich müssen wir dann noch mal Schlüsselhaltbarkeit abgeben, um nach ganz unten zu kommen. So, da ist eine Wache. Hier. Schnell durch. Und kann ich hier. Ich muss zuerst eine Angel herstellen. Cool. Nein, Crafting Menü. Ich muss eine Angel herstellen. Nicht die Angel. Eine richtige Angel. Eine normale Angel. Nein. Ich sehe hier. Angeln brauche ich noch ein bisschen Verstand. Holz habe ich, nur muss ich suchen um die Büroklammer. Aber somit könnten wir hier abhauen. Und jetzt renne ich mal nach oben, weil ich jetzt Angst habe, weil jetzt gleich bestimmt der Appell kommt. Also rennen wir da mal ganz schnell nach oben. So. Noch hier hoch. Hier durch. Und dann einmal den Schlüssel erstmal hier ins Pult legen. Somit ist der da sicher. So, dann einmal oben zum Appell. So, dann nochmal lesen. Dann Angel fertigen und dann können wir auch da unten hin. So, dann einmal Verstand bitte auf 70. Mann, ich muss vielleicht ein bisschen mehr hier aufs Minigame konzentrieren, nicht auf die Aufnahme.
70 Verstand. Aber davor gucken wir noch ganz schnell hier rein. Eine Pultdurchsuchung. Das macht mir, glaube ich, nichts aus. Hier haben wir die Büroklammer schon mal. Fehlt nur noch die Schnur. So. Bevor hier ein Polizist kommt, gucken wir aber selber noch mal kurz schnell. Nichts Böses ist drin. Einmal schlafen. So. Gehen wir zum Appell. Holen uns die Schnur und können dann hoffentlich abhauen. Nicht gegen die Wand laufen. Hallo, ich bin hier. Dann suchen wir mal nach einer Schnur. Eine Schnur. Nein. Schnur auch nicht. Wenn hier jetzt keine Schnur drin ist, tue ich euch. Dann zeigen wir. Ich skippe jetzt einfach vor, bis ich die blöde Schnur gefunden habe. So, wir kommen zurück. Ich versuche mein Glück mal hier unten, um nach Schnur zu suchen. Denn ich habe hier noch meinen Schlüssel. Und nein, hier haben wir sehr viele Sockenseife. Und eventuell haben wir ja Glück und finden hier ein bisschen was. So wie hier. Nein, warum funktioniert sowas? Interessant, nein. Soll ich mit Abstand vorbeilaufen? Die Arbeitszeit ist mir jetzt auch ein bisschen egal, denn wenn wir die Schnur haben, sind wir ja draußen. So. Nein. Hier nach unten. Hier ist ein Pult. Bitte Schnur. Nein, aber einmal Holz. Hier ist auch nichts. Eventuell dann dort oben. Ah, das ist Gemeindedetektor. Da kann ich nicht durchgehen. Dann müssen wir einmal hier rüber. Und müssen dann tatsächlich auf Schnursuche hoffen. Das ist jetzt nicht so toll. Krass, dann auch noch. Das könnte möglich sein, aber sehr unwahrscheinlich, dass... die Werte... Schnur haben. So. Nein, keine Schnur. Gab es hier oben schon den Luftzellen-Etage oder? Das finde ich recht witzig. Ich war doch schon im Haus, gemein. Wo könnte es noch Schnur geben? Okay, jetzt nach unten. Ja. Nein. Ich wollte doch nur Schnur. So geht es noch schneller. Haha. Schade. Ich suche nach dem einen Faden Schnur.
So, ich hoffe, das geht jetzt relativ schnell. Die Suche. So, einmal nach unten. Nochmal nach unten. Und ist hier eventuell ein Stück? Nein, hier war sehr viel anderes drin. Es ist zu viel verlangt, so ein Stück fahren zu haben. Warum ist es verboten? Was nicht in Pulten war. Auch keine. Er hat auch nichts. Aber vielleicht gehen wir mal kurz zur Sportzeit. Der hat aber sehr viel Metall. Büroklammer hätten wir somit, aber immer noch kein Stück Faden. Mittagszeit. Es kann doch nicht so schwer sein, Faden zu holen, oder? Oder sehe ich das falsch? Was ich auch gesehen habe, wo ich unten war, wir könnten es auch mit einer Schere rausschneiden. Feilen und Klebeband. Klebeband habe ich gesehen, Pfeilen aber wieder hier um nicht. Schwierig. Und dann gucken wir einfach mal weiter. Rum war ja eigentlich auch nichts. Ich fahre direkt um. Ich glaube, ich sag dann Bescheid, wenn ich die Schnur hab. Und dann. So. Ciao. So, nach dem langen Cut. Ich habe immer noch kein Stück Faden gefunden. Aber ich habe was Besseres gefunden, kann man sagen. So. Das lag jetzt da weg. So, ich brauche Werte. Ich glaube, mehr brauche ich da noch nicht zu bekommen. Dann gehen wir einmal nach hier oben schalten. Dann hier einfach aus und haben dann Spaß und Glück und sind somit draußen, weil ich leider den Faden nicht gefunden habe. Brechen wir einfach dann das Schiff aus, was wir unten haben. Da war nämlich ein Elektrozaun davor. Schalten im Gefängnis einfach den Strom aus und dann haben wir Ruhe. So, zurück in die Zelle. Ist gleich vorbei, hoffentlich. So, die Attrappe liegt drinnen. Schlüssel habe ich, Schere habe ich, perfekt. Kann ja nichts mehr schief gehen. Warten, bis hier ein Haken ist. So können wir die Generatoren auch gefahrenlos abschalten. Hallo. Nach hier oben hin, das nervt das Rauschen. Soll ich es riskieren? Soll ich ausschalten? Ich warte noch bis um Mitternacht und dann schalte ich aus, wenn ich bei Licht ausgleichen Haken ist. So, warten.
hoffe, der Part wird lang genug, weil ich recht viel rausgeschnitten habe. Das kann ich nämlich jetzt noch nicht sagen. Oder wird es wieder so 20 Minuten lang? Diese ganze Sucherei fange ich auch nicht mal aufzunehmen. Die tue ich einfach so mit meinem Aufnahmeprogramm pausieren, denn es dauert Jahre. Okay, ich halte das Ding jetzt einfach aus. So. Runter. Lang. Dann ist hier unten. Ich habe noch 20% auf dem Schlüssel. Also wenn ich jetzt verkacke, habe ich ein Krisenproblem. Ich glaube, es war hier unten. Ja, es passt perfekt. Und wir sind ausgebrochen. Yes, und wir sind draußen. So, dann sage ich auch mal, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr den Part bis zum Ende geguckt habt. Ich würde mich über ein Abo freuen und dass ihr die Glocke aktiviert. Somit bleibt ihr auch immer auf dem aktuellen Stand. Und somit sage ich bis dann.